Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrte Zuschauer hier und am Stream in dem bald verrücktesten PKW-Mautland der Welt. Die FDP präsentiert uns heute per Eilantrag eine neue Beschlussvorlage gegen die Dobrindt-Maut, der wir alle hier zustimmen können sollten. Und naja, der Eile mag geschuldet sein, dass die FDP die Einbeziehung der anderen Fraktionen an eine Vielzahl an Argumenten gegen die Dobrindt-Maut vergessen hat. Aber ich gebe zu, wir bekommen jetzt hier im Plenum auch nicht hin, in 30 Minuten alle Nachteile der Maut zu nennen. Vorteile gibt es eher nicht, höchstens als CSU-Märchen. 24 Millionen ausländische Mautzahler sollen ja das Wunder schaffen, dass die PKW-Maut die deutsche Autofahrer nichts kostet, sogar einen kleinen Beitrag zur Verkehrsfinanzierung leistet. Ein Beitrag, der selbst bei den offiziellen Wunschberechnungen peinlich gering ist und teuer erkauft wird. Die Autobahnnutzer müssten 8 Euro zahlen, damit 1 Euro verwendet werden kann. Minister Dobrindt ist da wie ein Angler, der den gesamten Teich leer fischt, um einen einzigen Fisch zu fangen. Die glaubwürdigen Gutachten haben Herr Rasche und Herr Glocke ja bereits aufgezählt. Bei der Dobrindt-Maut zahlen wir alle drauf. Für Bürokratie, für neue Mautsysteme auch in den Nachbarländern und mit der Erhöhung der PKW-Maut in den nächsten Legislaturperioden. Wir richten dabei große Schäden an. Wir begegnen unseren EU-Nachbarn europafeindlich, Rechtmäßigkeit hin oder her. Und die Dobrindt-Maut zerstört die Bemühungen des Zusammenkommens gerade in einer engagierten Grenzregion und wird nachhaltig eine Kluft im Bewusstsein für grenzüberschreitendes Arbeiten und Leben schaffen. Es gibt verschiedene Varianten, eine PKW-Maut zu realisieren. Es gibt vignettenbasierte Systeme, die haben halt nur eine begrenzte Lenkungswirkung. Und es gibt automatische Systeme, die sind aufwendig und schaffen eine Überwachungsinfrastruktur, die Behörden und Geheimdiensten viel zu viele gute Gelegenheiten bietet. Aber nur unsere Bundesregierung schafft es, die Nachteile beider Systeme zu vereinen. Zu einer Dobrindt-Maut, die ausschließlich Nachteile hat. Es ist einmalig auf der Welt. Keine Lenkungswirkung, keine Einnahmen, kein Sinn. Dazu noch eine Überwachungsinfrastruktur, die für das gewünschte Ergebnis überhaupt nicht notwendig ist und legalen wie illegalen Begehrlichkeiten Tür und Tor öffnet. Das können wir in NRW nicht zulassen. Nun, zu irgendwas muss ja die Dobrindt-Maut gut sein. So eine schöne Überwachungsinfrastruktur ist ja für eine Pauschalabgabe reichlich überdimensioniert. Die Toll-Collect-Brücken, die Hardware, werden nun um einige Auswertungsstufen erweitert, inklusive Bewegungsprofil, Vorratsdatenspeicherung. Die erhobenen und auch aufbereiteten und für vielerlei Zwecke gewollt oder ungewollt bereitstehenden Daten kann auch Minister Dobrindt gut gebrauchen. Sie ebnen nämlich, Glocke hat schon angedeutet, der Privatisierung öffentlicher Infrastruktur den Weg. Die staatlich installierte Überwachungsinfrastruktur bietet eine ideale Überabrechnungsmöglichkeit für private Fernstraßen. Private Investoren zahlen zwar höhere Zinsen und verlangen Rendite, können aber ungeachtet des Bundeshaushalts und der parlamentarischen Haushaltskontrolle Straßen bauen. Demnächst erhalten diese Investoren also nicht nur einen gesicherten Zugriff auf unser Steuergeld, sondern, und das sage ich hier, auch auf unsere Daten- und Bewegungsprofile. Um unsere Verkehrsinfrastruktur zu finanzieren, wie hier angesprochen wurde von den Regierungsfraktionen, gibt es wahrlich andere Wege. Selbst dann, wenn man wie bei der PKW-Maut die Autofahrer direkt zur Kasse bitten möchte. Eine gerechte, eine ökologische, den Zielen der Politik und Verkehrsinfrastruktur zuträgliche Lösung, die außerdem günstig ist und ohne Überwachungsinfrastruktur sehr einfach umzusetzen ist, ist eine geringfügig höhere Kraftstoffabgabe. 2 Cent mehr und dafür keine PKW-Maut. Eine Kraftstoffabgabe vereint alle Vorteile in sich. Sie ist allerdings bei Politikern unbeliebt, weil sie transparent ist und die Autofahrer nicht austricks- und hintenrum abkassiert, wie bei der PKW-Maut, dann in den nächsten Legislaturperioden. Eine PKW-Maut-Flatrate, die alle zahlen müssen, ist das Letzte, was unsere Verkehrsinfrastruktur braucht. Soziale Umwelt-, Klima-, Haushalts- und verkehrspolitische Ziele können so nicht erreicht werden. Die Dobrindt-Maut ignoriert die notwendige Verkehrswende genauso wie den großen Aufwand, der nötig ist, um Fehlentwicklung durch die PKW-Maut entgegenzusteuern. Dobrindts PKW-Maut-Flatrate ist das Gegenstück zum von uns propagierten fahrscheinlosen Nahverkehr. Sie schafft dem gesellschaftlichen Ziel zuwiderlaufende Anreize.
Danke, und damit komme ich zum Schluss, dass Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen hier im Landtag NRW, vernünftig sind und sich gegen die Dobrindt-Mann aussprechen. Minister Grosche wird dem sicherlich gleich folgen. Das bitte dann auch mit aller Energie und allen Versuchen im Bundesrat. Und zum Entschließungsantrag von SPD-Grüne ganz kurz. Der lobt ja leider eigentlich nur sich selbst und die Lkw-Maut, die das Erweitern der Toll-Collect-Struktur notwendig macht. Ich finde das an der Stelle eigentlich unnötig. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Bayer. Für die Landesregierung spricht Herr Minister Grosche.